Moinsen und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Astronia. Der Sturm, der am Ende der letzten Folge noch aufgezogen ist, der ist ganz knapp hier vorbeigeschrammt, der ist nicht über die Base drüber gezogen. Ich bin aber trotzdem hier sicherheitshalber im Habitat gewesen, um das Ganze auszusitzen. Und wir haben am Ende der letzten Folge noch das Mysterium mit dem Treibstoff hier gelöst, tatsächlich. Das ist ziemlich cool. Wir haben jetzt hier auch diesen Treibstoffkondensator gebaut. Und ich werde jetzt mal was probieren. Ich werde jetzt mal schauen, wie ist denn das, wenn ich jetzt hier einen Kanister dran setze. Genau, ah ja, der Kondensator. Jetzt fällt es mir auch wieder ein, was der gemacht hat. Das habt ihr mir bestimmt auch schon geschrieben. Aber mir fällt es jetzt wieder ein. Er hat wahrscheinlich, wenn ich da jetzt einen Kanister dann da vorne dran setze, aus Energie Treibstoff produziert. Und bei dem Ding hier war es so, das produziert Treibstoff aus den Ressourcen, die man sammelt. Und der produziert Treibstoff aus Energie. So war das. Ich erinnere mich wieder. Ja. Jetzt kommt alles wieder so langsam zurück, meine lieben Freunde. Das ist alles schon so lange her. Wie gesagt, ich habe das letzte Mal Astronia gespielt vor einem Jahr. Und ja, da war das auch ein bisschen anders alles noch. Aber irgendwie unterm Strich auch gleich. Aber manches habe ich halt in der Zeit auch schon wieder vergessen. Das tut mir ein bisschen leid. Auf jeden Fall. Aber genau. So ist das. Jetzt möchte ich mal auf jeden Fall noch was freischalten. Wir haben jetzt hier... Beide Forschungsstationen sind jetzt leer, die forschen gerade nicht. Das heißt, wir haben jetzt, wir haben nur 964 Punkte. Aber ich werde, glaube ich, mal die mittlere Windturbine, die kann ich auch nicht freischalten. Aber ich mache mal die kleine Windturbine zumindest. Dann habe ich nämlich da auch nochmal nachts ein bisschen Energie. So, schauen wir mal. Ah nein, kleine Windturbine. Alu brauchen wir. Alu. Okay, da müssen wir Alu holen. Ich weiß auch schon, wo es Alu gibt. Da fahre ich jetzt aber mal mit meinem Rover hin. Dann dauert das nicht so lange. Weil wir haben ja extra den Rover gebaut, damit das alles ein bisschen schneller geht. Da sollten wir den auch mal benutzen, finde ich. Auch wenn es gerade Nacht ist. Oh, shit. Oh, nein. Oh, bitte nicht. Oh, bitte. Bitte sag mir nicht, dass der jetzt... Ich habe es tatsächlich geschafft, ihn zu flippen. Gibt's einfach nicht, Kann ich den jetzt da rausholen? Wie war denn das nochmal? Man konnte den doch irgendwie dann wieder da rausholen. Was ist das eigentlich? Ach so. Moment. Wenn ich jetzt aufschütte... Oh ne, dann grabe ich ihn noch ein. Dann fällt er am Ende noch durch. Man konnte den doch irgendwie befreien. Wie ging denn das nochmal? Ach ja, genau so. Okay. Rückwärtsgang. So viel zum Thema, das geht ja schneller, wenn ich den Rover benutze. Scheiße! Mann! Okay! Hier, jetzt steig ich ein da, komm. Warum? Benutzen sollst du's. Mach es doch! Aha. Jetzt. Okay. Jetzt bleib da oben. Rückwärtsgang. Rückwärts fahren. Nein, 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 nein. Vorwärts fahren. Los. Oh. Großer Gott. Das hält man ja nicht für möglich. Ah. Nein. Ja, ihr seht schon, das ist ein Fest hier. Ich wollte doch nochmal schnell zur Arbeit fahren und dann passiert sowas. Ich fahre auch gerade rückwärts irgendwie, merke ich gerade. Ach egal, da kann ich euch zugucken, wie ihr die Folge guckt, während ich fahre. Hallo. Oh mein Gott. Ich will wieder vorwärts fahren, verdammt. Ach so ging das, genau, ich musste die Kamera drehen. Oh Mann, alles wieder vergessen. Alles schon wieder verdrängt. Das war alles schon Jahre her wieder. Kann ich jetzt wirklich auch sagen, dass es Jahre her ist. So. Hier war irgendwie... Genau, hier. Hier. Jetzt haben wir es. Laterit. Das ist nämlich das Aluminium. Ja. Das müssen wir mitnehmen. Das brauchen wir. Das war's schon? Kann es doch noch nicht gewesen sein. Ja, genau. Hier ist noch was.
Das kann doch unmöglich alles sein hier. Los, gib mir mehr. Ich brauche mehr. Mehr, 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 mehr. Da. Da ist mehr. Einen noch, komm. Hier ist noch einer. Eine Einheit noch. Ja, da. Jawohl. Okay, das reicht. Haben wir drei Stück. Ah, oh Gottes Willen. Ach ja, das war diese komische... Ich erinnere mich langsam wieder. Das war diese komische Steuerung. Wenn man nach hinten geguckt hat, ist er dann, hat er die Steuerung umgekehrt. Ist alles... Oh nein. Nein, nein. Nicht zum Sputnik. Nein. Ach so, er hat keine Energie mehr. Okay. Ach so. Moment, ich habe doch das Solarmodul abgeknippert hier. Wartet mal, wartet mal, wartet mal. Nimm das andere. Egal. Kann er jetzt wieder? Kann er fahren? Ja. Alles klar. Alles gut. Ja, das hätte ich jetzt durchlaufen wahrscheinlich 100-mal schneller geschafft. Oh Mann. Warum er sich aber auch die ganze Zeit aufs Dach legt. Verdammt. Das ist so nervig. Aber ich glaube, das ist die lustigste Folge in dieser neuen Staffel. Gerade. Also nicht für mich, aber für euch. Wobei ich es auch... Mann! Diese kleinen Steine hier. Nein, jetzt fährt er wieder rückwärts, obwohl er... Nein! Bleib stehen. Obwohl er vorwärts fahren soll, fährt er rückwärts. Nein! Es ist eine Katastrophe mit diesem Fahrzeug. Eine Katastrophe. Oh Gott, ein Stein. Ah, nein, 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 da war ja die Höhle. Oh Gott. Oh. Meine Güte. Nein, nicht wieder das Loch. Oh Gott. That's what he said. Oh mein. Es tut mir leid. Diese Witze, sie tun mir so leid. So, stopp. Aussteigen. Und jetzt schmelzen lassen. Jawohl. Ist das Kupfer hier? Ja. Können wir hier hinlegen. Das ist jetzt Aluminium, ne? Genau. Dann... Was wollten wir damit jetzt eigentlich machen? Ach ja, die Windturbine. Genau, ich erinnere mich. Stimmt. Mach es. Jawohl. Genau, hier gucke mal. Da haben wir eine Windturbine. Da machen wir auch wieder damit ein bisschen mehr zusätzliche Energie. Aber jetzt brauchen wir wirklich eigentlich mal noch ein paar... Ja, hier Forschungsknubbel. Ich fahre jetzt mal ein bisschen rum. Fahr jetzt mal einfach hier in die Richtung. Hoffentlich ist es nicht das Letzte, was ich jetzt tue. Wir brauchen mehr Forschungspunkte jetzt. Und wir haben keine Knubbel mehr, die wir erforschen können. Das heißt, ja. Jetzt geht die Mission Knubbel finden los. Jetzt wird es auch noch wieder Nacht. Perfekte Gelegenheit, um loszufahren, wenn keine Solarenergie mehr ankommt, mit der ich den Rover aufladen kann. Wir müssen ja nur eine Höhle finden, so wie die hier, wo vielleicht so ein paar Pflanzen einfach mal direkt vorne wachsen oder so. Ja, hier zum Beispiel. Das ist gut. Das ist geradezu perfekt hier, das Ding da. Und ein bisschen Energie finden wir ja auch. Jetzt sag mir nicht, dass da kein Knubbel ist. Da ist in aller Ernsthaftigkeit kein Knubbel drunter gewesen. Oh Mann. Oh Mann. Hier ist bestimmt auch keiner drunter. Ah, scheiße. Das sind nur diese kleinen, mistigen Pflanzen. Aber vielleicht, wenn ich ein Stück weiter reingehe? Mal schauen. Mal hier ein bisschen reinlaufen noch. Oh, was ist denn das? Oh, das ist Dynamit, ist das. Das sollte ich mal lieber nicht aktivieren. Das brauche ich jetzt auch gerade nicht so. Hier, hier, hier ist noch eine Pflanze. Fahren wir das mal ab. Oh. Ja, da ist ein Forschungsknubbel. Sehr gut. 50%. Oh, 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 zwei. Oh, 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 oh. Schnell zum Rover.
Muss erst mal Sauerstoff zuzeln. Oh, oh, oh. Connecte dich. Man hält da auch immer so ein bisschen die Luft an. Eigentlich hätte ich nur diese Sauerstoffvorkommen da am Rand ein bisschen abfarmen müssen. Dann wäre das schon gut gewesen. Ich würde es spannend machen. Ja. So, hier habe ich den Knubbel abgelegt. Komm her, Knubbel. Du haarige Tomate, du. So, jetzt können wir natürlich blöderweise immer nur einen Knubbel mitnehmen, weil der Rover jetzt nicht unbedingt der größte ist. Und wir müssen den Knubbel ja hinten auf den Rover draufpacken. Wir können den ja nicht so freischwebend mitnehmen. Das bedeutet, ja, müssen wir ein bisschen improvisieren gleich. Denn wir können ja hier jetzt nicht das Solarmodul drauf lassen. Das passt aber, weil das ist ja eh gerade Nacht. Da kommt eh keine Solarenergie rein. Flupp. Haha, was für eine coole Mission. Wir haben die haarige Tomate gefunden. Und die erforschen wir jetzt. Haarige Tomaten sollen sehr lecker sein. Es soll sich nur ein bisschen pelzig auf der Zunge anfühlen. Oh Gott. Da plöpsen wieder Steine vor mir auf hier. Das ist ja mal sehr unschön. Ich muss hier wieder Slalom laufen. Fahren. Slalom fahren. Schlalömchen. Oh Gott. Da haben wir es schon geschafft. Alles gut. So, absteuchen. Gib mich Forschungsobjekt. So. Flupp. Haha. 15 Minuten dauert das. Na, immerhin. Kriegen wir wieder Forschung. Brauchen aber mehr Forschung. Viel mehr Forschung. Dann holen wir doch mal noch einen Knubbel, würde ich sagen. Vielleicht sollte ich vorher das Solarmodul wieder aufstecken. Damit, wenn die Sonne aufgeht, wir auch wieder Energie kriegen. Jetzt haben wir gleich ein Problem hier. Wow, 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 wow. Okay, da lang. Wir können ja nochmal dahin fahren, wo wir gerade herkamen. Das war ja eigentlich gar nicht schlecht, oder? Wir könnten auch nochmal woanders hinfahren, so ist es nicht. Jetzt wäre es fast schlauer gewesen, die Windturbine mitzunehmen, oder? So nachts und durch den Wind fahren. Könnte sein, dass sich dann die Ressourcen ein bisschen schneller auffüllen. Die Energieressourcen. Aber wir haben noch eine Trumpfkarte, meine lieben Freunde. Jetzt haben wir zwar keine Energie mehr, wir können aber, weil wir ja ein bisschen Energie gefarmt haben, so einen Knubbel draufsetzen. Das müsste doch eigentlich auch denselben Effekt haben, oder nicht? Offensichtlich nicht. Oder? Doch. Genau, jetzt verbraucht er nämlich den Stack. Den Energiestack. Schlau, hä? Habe ich doch wieder schlau gemacht hier. Wir brauchen Pflanzen. Pflanzen, die Knubbel geben. Da. Ist, glaube ich, zu klein. Oder? Ah, nee, doch, da ist eine. Da ist ein Knubbel. Perfekt. Germany's Next Top Knubbel. Da haben wir ihn. Gott, sind die schwer. Halt. Wirst du wohl nicht wegrollen. So, jetzt haben wir natürlich ein Problem. Jetzt müssen wir erstmal warten, bis es hell ist. Weil wir können jetzt schlecht den Energieknubbel, also den Stack, und die Solarzelle abnehmen. Und wenn ich das jetzt tue, also ich muss ja die Dings hier, ne? Die muss ich ja hier draufsetzen. Das geht ja nicht so. Geht ja nur, wenn hier zwei Slots frei sind. Jetzt müssen wir warten, bis die Energiezellen aufgeladen sind. Damit wir zurückfahren können. Das ist ein bisschen doof. Wir könnten natürlich da hinten nochmal ein Lager aufstecken. Das wäre eine schlaue Idee. Dann könnten wir mehr Dinger ranstecken. Aber da geht schon die Sonne auf. Alles gut. Ich glaube, das wäre immer noch schneller, als wir, wenn wir hier hinlaufen würden erst und das Ding wieder mühsam zurückschleppen. Weil ich glaube, das haben die auch gemacht, dass man langsamer jetzt läuft, wenn man die Dinger trägt. Dass man halt gezwungen ist, den Rover zu benutzen, wenn man die über größere Distanzen transportieren möchte. Kannst du jetzt mal bitte den Rover aufladen? Da hinten ist doch die Sonne gerade aufgegangen. Jetzt. Okay, sauber. Müssen wir mal kurz warten, bis er die Striche voll gemacht hat. Wenigstens die hinteren drei oder so.
Kann ich nicht auch die Energieknubbel da vorne anflanschen irgendwie? Ging das nicht? Ah ja, doch, das geht. Okay, ja, okay. Dann weg damit. Huftata und ab geht die Wurst. Müssen nicht warten. Wo ist denn jetzt die Base gewesen? Ich sehe die Base gerade nicht. Ah, da hinten. Volle Kanne voraus. Platz machen. Ich bringe ein Forschungssubjekt. Ich bringe ein neues Subjekt. Ah. Turbo. Ah. Turbo-Modus. Ah. Ja. Jo. Wunderschön. Aussteigen. Knubbel nehmen. Raufpflanschen. Forschung aktivieren. So, und die Solarzelle, die können wir auch wieder draufsetzen hier. Genau. Und hier den Energieknubbel. Setzen wir mit drauf. Perfekt. So, jetzt kriegen wir wieder Forschungspunkte. Die können wir wieder investieren. In was investieren wir die denn jetzt? Wir müssten die eigentlich mal investieren in... Entweder hier in das Raumschiff, ins Shuttle. Oder... Wie viel jetzt kostet eigentlich das große Shuttle? 8000 Bytes. Ach du Scheiße, okay. Mir ist gerade der Schuh aufgegangen. Ihr habt es vielleicht gemerkt. Eine Handelsplattform ist vielleicht wirklich das Schlauste als nächstes. 4000. Ja, es wird dann ganz schön eng jetzt schon wieder, ne? Mit dem langfristigen Plan hier in den ersten 10 Folgen in den Weltraum zu kommen. Vielleicht sollten wir wirklich erstmal, bevor wir die Handelsplattform machen, die Shuttle-Dings hier, den Shuttle-Dings machen. Da braucht man nämlich auch über 5000 dafür hier. Forschungspunkte. Wenn wir das machen... Und das machen, weil jetzt brauchen wir ja beides für einen Shuttle. Ich suche noch ein paar Forschungsdinger, ne? Ich glaube, das ist das, was wir am sinnvollsten jetzt tun können. Ich nehme die Dings noch mit. Geht die Forschung zwar ein bisschen langsam, aber dafür kann ich den Rover unterwegs aufladen. Dann fahren wir noch mal ein bisschen rum. Ich würde sagen, wir fahren mal hier an dem Berg entlang. Oh, wow, wow, wow. Vielleicht ist ja hier irgendwo wieder eine Höhle. Oder wir finden mal irgendwie wieder so ein Wrack. Das wäre eigentlich auch mal ganz cool. Da ist auch manchmal Technik. Ich würde ja gern so ein Wrack finden. Ich sollte... Moment mal. Wenn ich die Solarzelle schon mitnehme, dann sollte ich sie auch installieren hinten drauf. Und mir die Energie hier lieber aufheben, wenn ich nachts fahre. Das ist irgendwie schlauer. Das ist sinnvoller so ein bisschen, so unterm Strich. Ups. Wo sind erforschbare Gegenstände? Ob ich einmal um den Planeten rumfahren kann? Bestimmt. Aber die Frage ist, warum sollte ich das tun? Weil er da ist. Ich glaube, sowas hatte ich schon mal vor und dann endete es in einem Fiasko. Ich kann mich so dunkel dran erinnern, dass das so war. Hier ist eine Höhle, da kann ich mal kurz reingucken. Manchmal sind da, wie gesagt, die Pflanzen drin. Pflanzen, Pflanzen, Pflanzen. Giftpflanzen. Ich muss aufpassen, dass ich da nicht runterfalle. Ich habe keine Sauerstoffverbindung hier.
Kommt schon, Pflanzen. Hier könnte ich runterlaufen, oder? Oh Gott, jetzt ist es plötzlich dunkel. Ich sehe keine Pflanzen. Es sind keine Pflanzen. Schade. Schade. Vielleicht da? Wenn ich hier ein bisschen tiefer reingehe? Gemisch. Ich könnte das Gemisch gleich nochmal abfarmen. Wie ist das eigentlich, wenn ich Verbindungen baue? Verbinden die sich eigentlich auch mit dem Rover? Oh, da kommt ja ein Sturm. Scheiße. Moment. Ich glaube, ich muss mal hier runterfahren. So ein bisschen Schutz suchen. Scharfe Kurve. Wir sitzen mal hier den Sturm aus, ne? Und ich glaube, sowas hatte ich auch schon mal gebracht und bin da nicht mehr rausgekommen. Ja, ja, ja. Ich habe schon viele Sachen gemacht hier in dem Spiel. Ich sag ja, guckt euch mal, wenn ihr es noch nicht getan habt, so die erste Staffel Astronier mal an. Die ersten 71 Folgen. Da sind echt ein paar lustige Sachen passiert. Als ich noch keine Ahnung hatte. So. Oh oh, das sieht auch schon wieder sehr brenzlig aus, was ich hier mache. Warte mal. Aufschütten. Bitte. Huch, nicht so. Ah. So. So. Und jetzt? Kann ich da jetzt rausfahren? Ja, toll, jetzt hängt er wieder fest. Oh, shoot. Nein, das zuzelt doch die Energiezellen leer. Scheiße. Ach, Mann. Komm raus da. Muss hier rausfahren, ey. Sonst kann ich das gleich vergessen mit dem Rover. Raus. Los. Ist der Sturm noch aktiv? Oh ja, scheiße. Es stürmt noch. Mist. Nee, stürmt nicht mehr. Okay. Ich würde sagen, bevor ja noch eine Katastrophe passiert. Und ich roll schon. Ah! Das war fast die Katastrophe gewesen. Ist an dieser Stelle die Folge zu Ende. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge Astronier. Und dann finde ich hoffentlich noch einen Forschungsknubbel. Mal schauen. Bis zur nächsten Folge Astronier. Bis dann. Ciao, ciao.